Backen wir heute Plätzchen, Mama? Ja, aber ich muss erst schauen, ob wir alles da haben. Zucker, Mehl. Hier sind alle meine Schätze drin. Der Stern ist so schön. Ah, hier mein Glücksstein. Anna, wir backen Plätzchen. Au ja. Komm, wir schauen uns mal die Plätzchen in meinem Kinderbackbuch an. Es sieht gut aus. Wir haben alles da und können loslegen. Mama, wir haben in meinem Backbuch noch ganz tolle Plätzchen gefunden. Schau mal, solche Gesichter würden wir auch gerne backen. Ja, die sehen schön aus. Ja, wir hatten doch mal solche Zuckeraugen. Stimmt, davon müssten wir noch welche übrig haben. Schaut mal in der Backschublade. Da sind noch welche und die sind auch noch haltbar. Gut, aber zuerst backen wir die anderen Plätzchen. Ich will auch mitmachen. Was backen wir als erstes? Wir backen Lebkuchen. Am besten wir stellen deinen Stuhl an die Küchentheke. Also, dann können wir anfangen. Darf ich die Eier aufschlagen? Gerne, hier in die große Schüssel. Was kann ich denn machen? Du kannst mit mir zusammen Mehl abwiegen. Ups, da ist Schale mit reingefallen. Dann nimm den Löffel und fisch sie wieder raus. Das geht nicht, das Ei ist so glitschig. So, dann wiegen wir mal. Ah, jetzt habe ich ein Stück. Das reicht, gut gemacht. Okay, jetzt habe ich die ganze Schale draußen. Du hast Mehl im Gesicht, Anna. Oh. Jetzt hast du noch mehr Mehl im Gesicht. So, alle Zutaten sind in der Schüssel. Ich schalte die Küchenmaschine an. Prima. Hier duftet es ja schon gut. Darf man schon etwas probieren? Nein, wir haben noch gerade erst angefangen. Ach so. Damit wir den Teig nachher ausrollen können, müssen wir jetzt ein wenig Platz schaffen. So. Ah ja, der Teig sieht gut aus. Lena, magst du ausrollen? Okay. Rolle, 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 rolle. Das macht Spaß. Halt, halt, das ist schon zu dünn. Probier es nochmal. Der Teig sollte etwa 5 mm dick sein. Na gut. Rolle, rolle. So ist es super, Lena. Ich habe schon die Ausstechformen. Jetzt könnt ihr die Plätzchen ausstechen. Herzen, Monde und Tannenbäume. Die sehen toll aus. Hoffentlich schmecken sie auch. Bestimmt. Wir legen sie auf ein Backblech. Oh nein, mir ist eins auf den Boden gefallen. Hey, Flecki hat es aufgegessen. Na sowas. Dann schmecken sie bestimmt lecker. Was? Kann man schon Plätzchen essen? Nein, die sind noch nicht gebacken. Ach so. Also, dann in den Ofen mit den Plätzchen. Wollt ihr denn jetzt noch die lustigen Gesichter aus eurem Kinderbackbuch machen? Ja! Auf jeden Fall, die sehen so schön aus, die wollen wir unbedingt haben. Okay, dann spüle ich schnell die Schüssel aus. Wann sind denn die Plätzchen fertig? Das dauert gar nicht so lange. In ein paar Minuten können wir sie schon herausholen. Sie sind fertig, aber sie sind noch ganz heiß. Die müssen erst etwas abkühlen. Und jetzt kommt noch ein Guss drauf. Den kann ich ja machen und ihr bereitet den Teig für eure Plätzchen zu. Ja, Anna, komm. Wir müssen schauen, was wir für Zutaten brauchen. Oh, ich weiß nicht, ob wir das alleine schaffen. Ich kann euch helfen. Ja, das wäre gut, Papa. Die werden richtig schön. Kommt ihr klar? Natürlich, der Teig ist gleich fertig. Die Lebkuchen sind auch fertig. Sie müssen nur noch auskühlen. Der ist gut geworden, Papa. Und jetzt will ich ausrollen. Rolle, rolle. Anna, dieses Mal müssen wir runde Plätzchen ausstechen und sie dann mit den Zuckeraugen garnieren. Das sieht lustig aus, aber was nehmen wir für den Mund? Ihr könntet etwas von der rosa Zuckermasse nehmen, die wir noch haben. Perfekt. Oh, sehen die nicht besonders schön aus? Toll habt ihr das gemacht. Jetzt schieben wir sie in den Ofen. Papa, die Plätzchen gehen ganz schön auf. Ja, das ist prima. Wo ist denn eigentlich mein Glücksstein? Ich hatte ihn doch hier hingelegt. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht weggetan. Mein schöner Glücksstein. Habe ich den etwa verloren? Ich habe ihn doch vorhin noch gehabt. Er wird schon wieder auftauchen. Vielleicht hat Mama ihn irgendwo anders hingelegt. Ich bin schon ganz müde vom vielen Backen. Jetzt müssten die Plätzchen fertig sein. Ich schau mal und hole sie dann raus. Ja!
Oh. Was ist? Oh nein, schaut mal, wie das aussieht. Ein Monsterplätzchen. Es ist alles zu einem riesen Plätzchen zerlaufen. Oh, wie schade. Aber schmecken tut es trotzdem. Bis das große Plätzchen ausgekühlt ist, können wir noch ein bisschen Lebkuchen essen. Ja, sehr lecker. Au, mein Zahn. Sie sind teilweise schon ein bisschen hart. Findet ihr nicht? Nein. Moment mal, da war etwas drin. Mein Glücksstein. Wir haben ihn wohl aus Versehen eingebacken. Was? Zum Glück ist er noch ganz. Zum Glück ist mein Zahn noch ganz. Vielleicht ist euch beim Backen ja auch schon mal etwas Lustiges passiert. Wenn euch unsere Geschichte gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Geschichte auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.